Hi zu den Blackrock Spire Heroics. Schauen wir mal, wie lange wir dafür die heute brauchen. Start mit Highlord Omok und der macht für 0 Mana ein Random Enemy Minion Destroyen. Da werde ich schauen, dass ich einfach keine Minions habe und nehme das Fatigue im All. Und schau, dass ich einfach keine Karte, also Millen wert. Nehmen wir mal einen Growth Tender, den Rest gehen wir weg. Hat der Waffen? Ich glaube schon. Auf jeden Fall Armor. Gut, der ist jetzt mal nicht so wütend. Mit dem komme ich schon mal ganz gut zurecht. Schauen wir mal, was der sonst noch so bringt. Okay, macht nichts für 2 Mana. Ist doch gar nicht so schlecht. Growth Tender stirbt einfach gleich. Zicker der Karte. Macht man noch nicht. Draw 2 Cards. Okay. Reicht leider noch nicht aus, dass er die Hand voll hat. Ja, okay, dann starten wir mal los. Da verliert er zumindest schon mal Karten. War jetzt zwar nicht unbedingt der stärkste Minion dafür, aber immerhin verliert er schon was. Mogor der Ogre. Weiß ich gleich gut, wie man den naturalisieren wird. Okay. Man könnte zwar Poison sieden, aber ich glaube, das möchten wir nicht machen. Drei, sechs, neun, das ist in Ordnung. Okay, die werden schon langsam fett. Mit Naturalize kann ich mir jetzt keine Karten zerstören. Ich würde sagen, da machen wir einfach schon mal das. Karten hat er, ne? Random Enemy, gain 5 Armor. Ja, okay. Die stören mich wieder nicht. Heilmon schon mal an. Heilmon sogar zweimal an. So. Echt, dann sollte ich schon können, gell? Ich hab jetzt schon. Ja, das war nicht gut. Au! Au! Ja gut, dass ich mein Heal also 3 Schaden verschwendet habe. Also 3 Heal verschwendet habe. Gut, den den machen wir sogar so. Ich hoffe, der macht das jetzt nicht nur mal. Das war jetzt schon uncool eigentlich. Okay. Tree of Life.
Gehen wir auf Nummer sicher und machen das gleich mal. Soll der noch naturalisieren? Nein. Ich weiß leider nicht, scheinbar hat er einige so Damage-Kombos. Nicht, dass er ihm nur Wind Fury gibt, das wäre uncool. Legen wir den auch noch dazu. Haben wir diesmal sogar einen Minion überleben. Scheinbar hat er eh keine Waffen. Ich glaube, sonst hätte er schon nicht gespielt. Sechs Karten hat er noch. Ja, da haben wir schon 5 Schaden verhindert. Ja, zieh mehr Karten bitte. Kann nicht wenig Schaden jetzt. Das ist okay. Was, so viel kann er nicht mehr haben? Ja. Okay. So. So. Ich hätte vielleicht nur den Brewmaster abwarten können, aber ich glaube, das haut schon hin. Ich habe da noch Poison Seeds und Starfall. Oh, und er hat scheinbar eh noch mehr Removal oder sowas. Ja, der hat bestimmt nichts mehr. Berühmte letzte Worte. Ja, ich denke, das dürfte es gewesen sein mit dem Highlord Ormok. Fragen wir allerdings, was der in der Hand hat. Der letzte ist mein 3-2er zum Minion zurück auf die Hand geben. Alright, gut. Highlord Ormok funktioniert ziemlich gut mit Mildeck. General Drakisad. All cards cost 1, you're kept at 2 mana crystal and opponent at 1. Das heißt, er spielt einfach immer 2 Karten, egal wie teuer, und immer 1 Karten, egal wie teuer. Weil ich glaube, da kann ich mir gleich ein Deck bauen.
Was könnte denn da gut sein? Mage mit Freezes? Mage mit Freezes oder Frist? Mit Mind Control? Es kommt wahrscheinlich ein bisschen drauf an, was wir da jetzt da drinnen haben. Ja. Frag mich, ob Sachen billiger werden. Dragon's Breath zum Beispiel billiger wird. Flamestrikes sind nicht so schlecht. Ist das wahrscheinlich auch nicht. Pyroblast für gratis. Aber so viele Spells werde ich wahrscheinlich gar nicht spielen. Schauen wir mal. Ich möchte es einfach ausprobieren, ob das funktioniert. Also ob der gratis wird, weil der kostet dann 1 und kostet dann weniger. Gehen wir gleich darüber. Der Rand Blackhand ist da sicher nicht schlecht. Dr. Boom. Broxor ist wahrscheinlich auch cool. Alexstrasza ist sicher gut, Kel'Thuzad, Ragnaros und Nyxia vielleicht auch durch das ganze Random, was die Gegner machen. Kann es sein, dass dann vielleicht einfach Whelpen mal so fetten Damage abfangen. Das ist die Frage, ob die auch billiger werden. Oder ob die dann einfach immer 1 kosten. Weil eigentlich müssten die dann immer 0 kosten fast, oder? Da haben wir noch. Ja, das wäre natürlich dasselbe, das probieren wir auch mal aus. Sylvanas. Hallo, der Sky Golem ist gut. Für 5 noch irgendwas Sinnvolles. Ich bin mir nicht sicher, ob der Capture hat. Faceless Manipulator sind wahrscheinlich auch nicht so schlecht. Wir haben noch immer 5 Karten. Sunwalker. Was denkt Max? Nehmen wir mal rein. Und probieren wir einfach mal so ein Giant aus, wer was. Probieren wir mal den da. Sky Golem. Faceless Manipulator, das kommt nur darauf an, was bei dem gleich rauskommt. Ich meine, er ist sicher nicht so schlecht. Kel'Thuzad vor allem danach, ne? Aber das würde mich jetzt interessieren, ob der dann billiger wird. Are you here,
destroy the mortals of this world. Job done. Nein, okay. Also die Sachen funktionieren leider nicht. Sneaky. Aber mit Kel'Thuzad haben wir jetzt schon mal einen ziemlich guten Start. Wenn ich den nur. Ich glaube, da haben wir echt gute Chancen, wenn ich den da jetzt nur kopieren könnt. Also das ist schon mal sehr, sehr gut. Ich glaube, ich muss die trotzdem kaputt machen. Weil es haut schon hin. Das schaut echt mächtig aus. Ich kriege jetzt dann wieder einen neuen Kel'Thuzad, voll gut. Wie da jetzt noch mehr respawn? Ich glaube aktuell gerade gar nicht, sonst habe ich das Board voll und das will ich eigentlich nicht. Jetzt kriege ich halt genau den Kel'Thuzad wieder. Was wird als erster respawn, wenn ich da jetzt mein Kel'Thuzad kill? Ah, sehr wurscht. Ich lasse den jetzt einfach mal am Leben. Nur um sicher zu gehen, dass mein Kel'Thuzad da wieder zurückkommt. Na warte du. Aber gut. Muss zugeben, der Twisting Nether war durchaus nicht das Schlechteste, oder? Ich glaube, der war um einiges schwieriger, weil ich nicht die zwei Kel'Thuzad gleich mal gehabt habe. Der sagt, das sind keine Ragnaroses, ich hätte gleich wieder zwei haben können. Okay, gut.
der Rand. Der spawnt jede Menge Minions, und zwar gute Minions offensichtlich, weil das sind dann schon zwei Zwarer. Ei, zwei Zwarer. Kann man eh fast nur freezen, oder? Und das Blöde ist nur, kann ich denn lang genug freezen? Uff. Er spielt echt für Minions. Gehen wir da mal irgendwas aus. So ein Rogue zum Millen wäre gar nicht so schlecht, da waren die lauter solche Sachen herzart, dass man dann vielleicht mit einem Vanish einfach seine Hand komplett zumacht. Weil er einfach so viel Karten produziert quasi. Ich probiere es jetzt einfach mal kurz mit dem Warrior Deck und ansonsten machen wir so ein Mel Deck. Mit Rogue. Werde ich wahrscheinlich sogar brauchen. Ob das nicht schon zu langsam ist. Hört man mal den. Gut, das ist nicht besser geworden. Das ist kein schlechter erster Zug, wenn man zweiter ist. Der ist halt ziemlich toll. Zwei Towns. Das ist wirklich hässlich. Bin mal gespannt, wie stark der Gut ist. Schaden hat er schon und ein 8-8er. Kann man aber executen. Den muss man auch executen, sagen wir mal so. Ja, also der muss einmal weg. Und Commanding Shout würde ich auch was brauchen. Schauen wir mal, was wir da noch ziehen. War so ein Commander. Generell nicht schlecht. Frage ist nur, wie lange das noch überlebt. Nicht gar so viel Unterschied. Ah, jetzt bin ich ja schon hin. Okay, dann überlebe ich noch.
Dragon Egg. Aber ich glaube, jetzt bin ich hin. Kann ich das dann nochmal überleben? Bin mir gerade nicht sicher. Kriege ich das selbst dann nochmal erleben? An Armor, ich glaube schon. Ja. Ja. Möglicherweise lebe ich nochmal eine Runde. Nein, lebe ich nicht mehr. Na gut. Ciao. Ich glaube, ich möchte das nochmal probieren. Generell, ich glaube, mit so einem Grim Patron kann man da ziemlich viel machen. Weil eigentlich bis auf den hat er lauter Minions gespielt, wo ich mal ziemlich viel Grim Patrons machen kann. Allerdings sei, dass ihr das Deck ein bisschen beschleunigen müsst. So, Armorsmith jetzt schon ist schon mal gut. Okay, das war jetzt leider nicht so cool für mich, dass der den noch angegriffen hat. Na gut, ich kann den ankillen. Aber eigentlich wollte ich was anderes machen. Ich brauche jeden Armor von dem, den ich kriegen kann. Es ist immer random, was da kommt. Ein Vierer, pfui. Kostet auch noch ein Mana. Diesmal greift er irgendwie mehr meine Minions an. Also ich brauche Mana und ich brauche... Hey everyone, get in here! Königreich für eine Frostnova. Das hilft da nicht wirklich was. Und jetzt 18 Schaden. Ich probiere das jetzt mit einem Druiden. Also ich schätze mal, dass es mit Schurken am besten geht mit Card Draw. Wait. Naturalize nehmen wir mal mit. Savage Roar, den nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Vibe. Starfall. Truths of the Claw, Keep of the Grove. Force of Nature. Chant of War.
Dem können wir vielleicht irgendwie was zusammenkriegen. Nehmen wir die Lores mit. Doomsayer. Explosive Sheeps. Das probieren wir mal. Wild Pyromancer sind wahrscheinlich auch gut. Deathlord könnte interessant werden. Okay, bin schon voll. Okay. Wir aber vor allem den Hey everyone, get in here. Nur statt was. Growth Tenders. Schauen wir mal. Das probieren wir jetzt einfach mal aus. Aber das ist der Custom Druid 2. Ja. Ja. Custom Druid 1. So. Steht die ganz unten. Malfurion versus Rend Blackhand. Das wollen wir noch nicht. I must protect the wild. Weil vielleicht kriegen wir was. Vielleicht kriegen wir was zum Beschleunigen. Ich hätte den wirklich gerne mal bald da und möchte es einfach nur ausprobieren. Umso ist aber auch nicht schlecht. Oh, da kriegen wir dann eine Innovate für einen Prim Patron. That Doomsayer. Iha. Mir würde jetzt aber interessieren, was. Ah, okay, Open the Gates ist nächstes. Sehr gut. Komm schon, du musst es überleben. Uncool für Swipe. So. Nochmal Dragon Eggs. Und ein Dragon Whelp. Alles klar. Das ist ein guter Deal. Kriegt er jetzt 2-2-1, aber das ist okay. Swipe wäre ohnehin. Also, die wären sowieso ziemlich uncool, waren wir für Swiper. So. Den räumen jetzt aber nur ab, damit man der den jetzt noch nicht killt. Nächste Runde darf er dann.
Ist okay für mich. Da wäre nur einer. Weil das Board nur so stabil ist, möchte ich meinen Deathlord da noch nicht irgendwo einburnen. Bitte nicht auf den. Au! Muss ich meinen zweiten rausholen. So besonders. Jetzt erst schauen sollen, was als nächster kommt. Ja, aber ist ein guter Zeitpunkt dafür. In the Gates. So. Jetzt kriegt er wahrscheinlich irgendwas Fettes aufs Board. So, Drake und der Doomsayer räumt sie da. Ah, das war der Plan. Gut. Das war ein guter Plan. Warte mal kurz, was hat der da? Old Heart, passt. Dragon's Breath, nein! Fies und hinterhältig. Da kommt Güt. Machen wir mal ein bisschen Damage raus. Der läuft da sowieso dagegen, dann brauche ich da jetzt. Da brauche ich mir nicht Schaden machen. Frage ich mich allerdings, ob ich nicht vielleicht jetzt ein bisschen zu wenig Late Game habe. Schaden auf den. Wobei, 5. Hätte vielleicht Leaf gehabt, oder? 7. Achso, nein, er hat sowieso die da. Dann 7 Schaden. Machen wir es einfach so. Er hat leider viel Karten, das heißt, es kann jederzeit nur irgendwas Übles passieren. Vielleicht ist es das jetzt aber schon gewesen. Ich glaube, das war's. Wow! Das ging ja gut. Yeah! Also rein von den Kommentaren hätte ich mir das jetzt schlimmer vorgestellt, aber gut, ich habe wahrscheinlich ja Glück gehabt mit Rand. Es kommt ziemlich darauf an, wie die Viecher spawnen. Also die 2-2er helfen mir natürlich schon. In dem Fall. Ja. Gut. Dann bin ich mal gespannt auf Blackwing Lair. Und man sieht sie dann das nächste Mal. Ciao!